Also Ralf Brinkhaus, der neue starke Mann in der Unionsfraktion, und Merkels Mann Volker Kauder also abgewählt. Aus Mainz ist uns der Politikwissenschaftler, der Professor Karl Rudolf Korte, zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Breyer. Ja, wie lässt sich das deuten, was da gestern passiert ist? Wie steht es vor allem um die Kanzlerschaft von Angela Merkel? Das ist zunächst mal ein Lebenszeichen der Fraktion. Sie will inspiriert die Regierung begleiten, nicht nur kontrollieren, Anregungen geben. Es gibt noch die Fraktion und damit muss sich auch die Kanzlerin neu auseinandersetzen. Sie ist nicht einfach eine willfährige Verlängerung dessen, was aus dem Kanzleramt erdacht wird. Aber es ist ja doch noch mehr als das. Ein großer Teil der eigenen Fraktion hat deutlich gegen die Kanzlerin gestimmt. Ja. Was bedeutet das für Sie und sollte sie jetzt womöglich die Vertrauensfrage stellen? Ja, die Macht verfällt in einer Demokratie wie im Uhrzeigersinn nach und nach. Und jetzt ist eben ein Punkt erreicht, an dem man diese Vereinsamung an der Machtspitze bei der Kanzlerin auch erkennen kann. Insofern hat die Fraktion versucht, hier auch ein Zeichen zu setzen, nicht nur für Selbstbewusstsein, sondern dass man durchaus 3 Jahre noch vorhat, auch eine Koalitionsregierung mitzutragen und zu unterstützen. Aber die Disziplinierung der eigenen Anhänger könnte die Kanzlerin erreichen über eine Vertrauensfrage, die sie einmal in der eigenen Fraktion zunächst mal stellt, vielleicht auch im Bundestag, vielleicht kombiniert mit einer wichtigen Gesetzesnovelle zum Einwanderungsgesetz beispielsweise. Diese Kombination wäre eine Möglichkeit. Sie könnte aber auch der Partei entgegenkommen, dass sie für den Parteivorsitz vielleicht nicht mehr kandidiert. Angela Merkel gilt ja nicht gerade als Freundin von politischen Risiken. Glauben Sie, dass es so kommen wird, dass sie diese Vertrauensfrage stellen wird? Es passt nicht zu ihr, aber wir leben in Zeiten des Gewissheitsschwundes. Und dieser diskrete Charme der Anarchie breitet sich in Berlin im Moment sehr stark aus. Es ist nicht wirklich kalkulierbar. Wie schafft man es wieder, eine Macht so zu konzentrieren, dass man handlungsfähig ist? Denn aus den anderen Partnern in der Großen Koalition ist da ja nicht viel Unterstützung zu erwarten. Seehofer und Nahles sind auch nicht gerade gestärkt als Parteileute. Ja, erst die Streitereien um den Masterplan Migration innerhalb der Union, dann um die Personalie Maaßen, jetzt diese Klatsche für die Kanzlerin. Wie lange, glauben Sie, wird die Große Koalition noch halten? Wir lieben als Deutsche ja einen Stabilitätsfanatismus. Wir scheuen permanente Neuwahlen und das überträgt sich natürlich auch auf die Akteure in Berlin vor Ort. Es gibt keinen Wunsch, das Parlament neu zu wählen, sondern durchaus auch durchzuhalten, mit dem zu arbeiten, was man sich erarbeitet hat. Viele der Vorhaben der Koalition sind ja noch nicht umgesetzt. Insofern sehe ich nicht, dass die Fliehkräfte so groß sind, dass eine Mehrheit der Abgeordneten erwartet, dass bei einer Neuwahl sie am Ende davon auch profitieren. Das sehe ich nicht. Ich glaube, wir müssen uns als Zuschauer und Begleiter daran gewöhnen, dass die Koalition bis zum Ende durchhält. Sachs-Professor Karl Rudolf Korte, schönen Dank für das Gespräch heute Morgen. Viele Gerne. Grüße nach Mainz.